Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Wachtel-Kanal. Heute vergleichen wir mal Zwergwachtel mit Legewachteln. Am Ende geben wir dir noch einen Tipp, welche Art für dich am besten geeignet ist. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, ich fasse euch jetzt noch einmal kurz die Legewachteln zusammen. Also, eine Legewachtel ist im Schnitt 20 cm groß, wird im Schnitt 3 bis 6 Jahre alt und die Legewachteln stammen ursprünglich aus Nordafrika. Außerdem ist eine Legewachtel auch sehr robust, denn sie hat eine sehr gute Kälteresistenz. Machen wir weiter mit den Zwergwachteln. Die sind zum einen 6 cm kleiner, also 14 cm groß im Schnitt, werden dafür aber bis zu 10 Jahre alt und sie stammen ebenfalls aus Afrika. Sie sind nicht robust, das heißt im Winter kann man sie nicht draußen halten. Sie brauchen mindestens eine Temperatur von 15 Grad. Und jetzt macht Felix weiter. Bevor wir weitermachen, noch einmal eine kurze Werbeunterbrechung, nämlich für unsere neuen Kanäle, einmal Roman Wachtel und Felix Wachtel. Bei Roman Wachtel ist gestern das erste Video hochgeladen worden und der Link ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Also, wir haben jetzt einmal Informationen zu beiden Arten zusammengesucht und vergleichen jetzt einmal beide. Also die japanische Legewachtel ist auf jeden Fall größer, aber sie wird nicht so alt wie die Zwergwachtel. Natürlich legen die Legewachteln die größten Eier, aber in der Zucht sind sie nicht so viel wert wie eine Henne der Zwergwachtel. Und jetzt macht Roman weiter. Beide Arten stammen aus Afrika, doch die Legewachteln haben sich so entwickelt, dass sie im Winter draußen überleben können. Die Zwergwachteln jedoch brauchen, wie bereits erwähnt, eine Mindesttemperatur von 15 Grad. Das heißt, man müsste sie gegebenenfalls im Winter in der Wohnung halten. So, jetzt sagen wir euch einmal, ob ihr Zwergwachteln halten solltet oder Legewachteln. Also, der auf jeden Fall Eier möchte, der sollte Legewachteln halten. Der Platz hat, der sollte auch Legewachteln halten, also der viel Platz für seine Wachteln in Anspruch nehmen kann. Und wer größere Gruppen an Tieren haben möchte, also mehrere Wachteln. Und ja, jetzt macht Roman mal weiter mit den Zwergwachteln. Ja genau, ich erzähle euch jetzt einmal, für wen Zwergwachteln sind. Zum einen sind Zwergwachteln für alle Leute, die wenig Platz haben. Wer wenig Tiere haben möchte, da Zwergwachteln meistens in Paaren leben, also ein Hahn, eine Henne. Und wer sich für die Zucht interessiert, da bei den Zwergwachteln der Bruttrieb noch viel höher ist als bei den japanischen Legewachteln. Ja. So, das war's jetzt schon mit unserem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall nochmal gerne bei unseren beiden Kanälen vorbei, bei unseren Einzelnen, die wir genau heute online stellen oder gestern schon online gestellt haben wahrscheinlich. Und die sind auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt. Abonniert gerne unseren Kanal und ich würde sagen, das war's.